Am 7. Oktober jährt sich Terrorattacke von der Hamas auf die israelische Bevölkerung zum ersten Mal. Die recht israelische Regierung hat mit aller Härte auf das reagiert und ist im Gazastreifen einmarschiert. Seither nehmen Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus weltweit, aber auch in der Schweiz zu. Dieser Gewalt, dieser Brutalität trotzen die Stimmen, die zu Versöhnung und Frieden aufrufen. Mit zwei von diesen Stimmen rede ich heute. Mein Name ist Matthea und das Gespräch wird am 2. Oktober 2024 voraufgezeichnet. Neben mir sitzen Adina Rom und Taufik Darwisch. Herzlich willkommen. Damit sich die Zuhörerinnen oder auch die Zuschauer ein Bild machen können, wer ihr seid, ist es vermutlich am einfachsten, wenn ihr euch direkt selber vorstellt. Adina, darf ich dir das Wort geben? Ja, mein Name ist Adina, ich bin jüdisch, ich bin in Zürich aufgewachsen. Ich habe mehrere Monate in Israel gelebt, ich habe auch Familie da und hatte dann immer mehr Austausch mit verschiedenen Menschen aus Palästina, aus Israel, aus dem Libanon, aus der ganzen Region und habe dann auch eine Zeit lang in der Westbank verbracht und da sehr viele verschiedene Perspektiven kennengelernt. Und gemeinsam mit Taufik und anderen haben wir die Gruppe Gemeinsam Einsam, eine muslimisch-jüdische Gruppe, gegründet. Auf Gemeinsam Einsam kommen wir später noch zu sprechen. Taufik, darf ich dir das Wort geben für eine kurze Vorstellung? Mein Name ist Taufik, ich bin im Gaza aufgewachsen. Ich habe die Zeiten vor der zweiten Intifada erlebt und die Zeiten nach dem zweiten Intifada. Ich habe im Gazastreifen sehr viel Gewalt erlebt, sehr viele Menschen, die mir wichtig sind, verloren. Und ich wohne seit 15 Jahren in der Schweiz und engagiere mich im Friedensaktivismus und im Gemeinsamen Einsam. Schön seid ihr da. Wir treffen uns wegen einem furchtbaren Anlass, kann man sagen. Vor rund einem Jahr, am 7. Oktober, haben die Hamas eine Terrorattacke auf Israel, respektive auf die israelische Bevölkerung, verübt. Es sind über 1'000 Menschen umgebracht worden, über 200 Menschen in den Gazastreifen verschleppt worden, viele von ihnen getötet worden, einige sind nach wie vor auch immer noch in Geiselhaft dort. Es wurden zahlreiche Menschen schwerst verletzt. Es gibt furchtbare Berichte über sexualisierte Gewalt. Was sind eure Gedanken dazu? Also es macht mich wirklich sehr, sehr traurig, dass so viele israelische Opfer gefallen sind. Viele von diesen israelischen Opfern sind Friedensaktivisten, wie zum Beispiel Bilha und Yaakov Inon, die Eltern von Maoz, der bald in der Schweiz mit einem Palästinenser zu Besuch kommt. Ich habe direkt Kontakt mit meinen israelischen Freunden aufgenommen. Eine israelische Freundin hat Geburtstag an diesem Tag und ich habe mein Beileid bekundet. Ja. Es waren wirklich schockierende Bilder, Videos. Und an diesem Tag hatten wir eine Zoom-Sitzung, palästinensische und israelische Friedensaktivisten. Wir haben uns entschieden, weiterzumachen und nie aufzugeben. Genau. Es war wirklich schwierige Zustände an diesem Tag. Genau. Und ich nehme an, du stehst mit diesen Menschen bis heute in regelmäßigem Kontakt. Ja. Adina, wie hast du den Tag erlebt? Ja, auch unendlich traurig und erschütternd. Als ich gehört habe, was am Passieren ist, habe ich sofort meinen Vater angerufen und der ist gleich in Tränen ausgebrochen. Und ich habe ihm auch gesagt, er soll unbedingt keine Videos anschauen. Ich machte mir wirklich Sorgen. Bei vielen Menschen kommen da auch alte Traumas von der Shoah, der Verfolgung der Juden im Zweiten Weltkrieg hoch. Und ja, und ich habe dann rumtelefoniert. Natürlich wollte ich wissen, ob meine Familie in Sicherheit ist. Sie waren zum Glück nicht direkt betroffen, aber ich habe auch Familie im Norden von Israel und die sind immer noch evakuiert und sie wissen auch nicht, ob sie jemals wieder nach Hause zurückgehen können. Und ja, und das alles macht mich extrem betroffen und traurig. Seither ist ja viel passiert in diesen rund 365 Tagen. Die rechte Regierung unter Netanyahu hat
den Gazastreifen bombardiert, ist einmarschiert. Es gibt Zehntausende von Toten, eine massive Zerstörung, Hunderttausende von Menschen, die auf der Flucht sind, kein sicheres Zuhause haben. Es gibt erschreckende Berichte auch von Folter und auch von sexualisierter Gewalt in israelischen Gefängnissen. Es gibt quasi keinen Zugang zum Allernötigsten. Zu Wasser, zu Gesundheitsversorgung, zu Medikamenten, Lebensmittel für die palästinensische Bevölkerung. Jetzt in den letzten Tagen hat sich diese Lage auch noch zugespitzt oder der Konflikt ausgeweitet auf den Libanon plus zusätzlich die iranischen Angriffe auf Israel. Ja, wie geht ihr damit um? Was macht das mit euch? Ja, es ist grauenhaft. Ich bin schockiert von dieser Gewalt und wirklich auch extrem betroffen vom Leiden von den Menschen. Ich habe viel Austausch mit Taufik und auch mit anderen PalästinenserInnen in der Schweiz, auch mit Freunden aus dem Libanon. Und es ist einfach herzzerreißend, was sie erleben. Also alle haben Familienmitglieder und auch Freunde verloren. Familien wurden zigmal vertrieben, sind jetzt obdachlos. Alle versuchten auch verzweifelt irgendwie Geld zu schicken oder auch Leute aus dem Gazastreifen zu retten und rauszuholen. Und ja, ich habe wirklich so in den letzten Monaten Freunde aus Gaza, aus Israel, aus dem Libanon gesehen, zusammenzubrechen. Und ich frage mich einfach, wie vielen Menschen geht es jetzt so auf der Welt? Wie viele Biografien werden von diesem Krieg zerrüttet? Wann hört dieser Albtraum auf? Und ja, wann stoppt diese Gewalt endlich? Und ich hoffe natürlich sehr, dass es in Israel einen Regierungswechsel gibt, dass Leute an die Macht kommen, die einen anderen Kurs einschlagen, die diese Gewalt beenden, die Frieden suchen. Und das ist so wichtig, ist auch so, so wichtig, auch für die Zukunft von Israel selbst. Und ja, vielleicht das Einzige, was mir da irgendwie geholfen hat oder was mir hilft, ist diese Gruppe Gemeinsam Einsam, wo wir uns, gerade weil wir uns so einsam fühlen mit diesem Schrecken und dieser Gewalt, miteinander finden können, uns austauschen können und unterstützen können. Ich möchte nachher gerne über diese Gruppe sprechen, aber vielleicht noch davor. Taufik, ja, wie hast du dieses Jahr erlebt? Du hast vorhin gesagt, du stehst in engem Kontakt auch mit vielen Menschen, die nach wie vor im Gazastreifen sind. Ich bin oft sehr traurig. Hin und wieder bin ich sehr getriggert. Ich habe nach dem zweiten Intifada viel Traumata erlebt im Gaza. Es macht mich so traurig, dass Gaza zerstört wurde. Viele Orte, die ich kannte, existiert nicht mehr. Es ist zerstört. Mhm. Viele Menschen, die ich kenne und die mir wirklich sehr wichtig sind, existieren nicht mehr. Tolle Menschen, Menschen mit einem großen Herz. Mein Onkel und meine Tanten sind jetzt obdachlos. Sie sind oft krank. Es fehlt an Nahrungsmitteln, die gut sind. Das Wasser ist, es gibt kaum Wasser und das Wasser ist, wenn sie trinken, ist schmutzig. Und deswegen eben sind sie oft sehr krank. Gaza ist zu Asche geworden. Adina, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass es euch gelungen ist, ich glaube, gemeinsame Freunde oder jemanden, den ihr zumindest gekannt habt, aus dem Gazastreifen zu retten. Mögt ihr davon darüber erzählen? Also ich habe, wir konnten mit Hilfe von Adina und vielen jüdischen und anderen Freunden 4 aus dem Gazastreifen retten. 2 Kinder waren im Gaza sehr traumatisiert. Sie haben Augenstarre. Ihre Augen waren sehr groß. Sie haben kaum gegessen. Und sie hatten immer Panikattacken. Und dank dieser Rettungsaktion sind sie jetzt in Ägypten. Jetzt essen sie, sie spielen wieder. Sie wirken für mich normaler. Und das gab mir etwas Hoffnung, und dass wir 4 Lebewesen gerettet haben. Genau.
Das ist ja auch dank eurer Freundschaft oder eurer Nähe zustande gekommen. Ihr habt jetzt mehrfach diese Gruppe gemeinsam einsam erwähnt, die im Nachgang zum 7. Oktober entstanden ist, respektive ihr mitgegründet habt. Was macht ihr da genau? Ja, kurz nach dem 7. Oktober kam eine muslimische Freundin für Schabbat am Freitagabend auf Besuch, um ihre Solidarität und ihr Mitgefühl auszudrücken. Und wir haben dann gemerkt, dass es uns einfach unglaublich gut tat, zusammen zu sein. Und dann haben wir also gleich beschlossen, dass wir eine Gruppe gründen wollen, eine jüdisch-muslimische Gruppe, um gemeinsam zu trauern, um Ängste zu teilen, aber auch um Hoffnung zu schöpfen. Genau, und nach der Messerattacke im Frühling auf einen erkennbaren jüdischen Menschen wollten wir ein Zeichen gegen Antisemitismus und unsere Solidarität ausdrucken. Deshalb haben wir eine große Menschenkette auf den Lindenhof gegen Antisemitismus und gegen Hass. Wir waren überwältigt von positiven Feedbacks. Es kamen etwa 500 Menschen und wichtige muslimische und jüdische Organisationen haben den Anlass unterstützt. Ja. Ihr habt dafür auch einen Diversity Award gewonnen. Was bedeutet euch diese Gruppe, auch im persönlichen Alltag, dass es diese Gruppe gemeinsam einsam gibt? Also für mich bedeutet diese Gruppe extrem viel. Es gibt mir Kraft, dass ich für den Frieden weiterarbeiten kann. Dass es möglich ist, dass wir trotz unterschiedlicher Religionen, Ansichten, dass wir uns auf die menschliche Ebene uns begegnen können und dass wir Gemeinsamkeiten finden können und dass wir auch aneinander stärken können. Und in dieser Gruppe ist es einzigartig ist, wir betrachten einander gleichwertig. Also ich betrachte das Leid von meinen jüdischen Kollegen oder Freunden und ich empfinde auch Mitleid auch und sie auch gegenüber mir und muslimische Kollegen. Genau. Ja, also mir geht das gleich. Auch im Anbetracht des ganzen Anstiegs von antimuslimischem Rassismus und auch Antisemitismus in der Schweiz ist das wirklich ein Ort, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Und ja, es sind sehr schöne Freundschaften dadurch auch entstanden. Und ja, es ist wirklich ein Ort, wo ich mich weniger alleine fühle. Nadine, du hast vorhin gesagt, im Vorgespräch, dass das ist so geblieben, dass Leid auch nebeneinander existieren kann, dass es nicht ein, das ist auch gesagt häufig, nicht ein Aufwerten ist von was ist schlimmer. Steht diese Gruppe auch dafür, dass eben diese Gleichwertigkeit von unterschiedlichen Leiden auch Worte findet oder einen Raum findet? Ja, absolut. Ich habe jüdische Freunde zum Beispiel, die Angst haben, einen David-Stern zu tragen oder eine Kippa zu tragen. Oder muslimische Freunde, die auch Angst haben, mit dem Kopftuch herumzulaufen oder zu arbeiten mit dem Kopftuch. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass so wichtig, es ist nicht ein Entweder-Oder. Oder man kann sich total gegen Antisemitismus sein in der Schweiz und sich dagegen einsetzen und gegen Rassismus, gegen Musliminnen und Muslime. Man kann total schockiert sein von den und betroffen sein von den schrecklichen Terrorattacken der Hamas und vom Leiden der Zivilbevölkerung in Gaza und so weiter. Also es ist nicht ein Entweder-Oder. Mhm. Ihr sagt völlig zu Recht, dass ihr oder wir uns eine Schweiz wünschen, wo niemand diskriminiert wird oder auch niemand Angst haben muss, ein Kopftuch zu tragen, eine Kippa zu tragen. Wie ist es heute für euch als Muslim oder als Jüdin in der Schweiz zu leben? Im letzten Jahr, du hast die Messerattacke auf eine jüdische Person in Zürich erwähnt, hat Antisemitismus, hat aber auch antimuslimischer Rassismus extrem stark zugenommen. Ja, natürlich, es hat zugenommen. Ich habe zum Beispiel erlebt, dass manche Menschen mir gesagt haben, sage ja nicht, dass du Palästinenser bist.
Oder zum Beispiel, ich war eingeladen bei einem Kollegen und als wir zum Thema Palästina, Israel kamen, hat er mir gesagt, Israel sollte die Palästinenser ausrotten und nach Jordanien und Ägypten vertreiben. Und manchmal erlebe ich auch, dass Menschen antisemitische Aussagen sagen. Und gerade weil ich Palästinenser bin und ich weiß, was das heißt, diskriminiert zu werden. Ich weiß, was das heißt, unter Druck zu werden. Ich stehe gegen Antisemitismus und ich stehe gegen solche Aussagen. Also mir ist es wichtig, dass sowas, die palästinensische Sache nicht ausgenutzt zu werden, um antisemitisch zu sein. Ja, also Antisemitismus ist ja nicht neu in der Schweiz. Es ist seit Jahrhunderten tief verankert und es flammt dann immer wieder auf in Krisenzeiten. Das war während Covid, war das ja auch so. Also meine Vorfahren in der Schweiz, die durften nur in zwei Dörfern wohnen, sie durften kein Land besitzen, sie durften nur zwei Berufe ausüben. Also das hat leider eine lange Tradition und ist eben, wie du gesagt hast, hat beides, Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus in der Schweiz, auch stark zugenommen. Und zusätzlich zu den Messerattacken, es gab übrigens dann wenige Wochen später nochmals eine Messerattacke auf eine muslimische Familie bei Bad Ragaz und da haben wir wieder mit gemeinsam einsam einen Spitalbesuch gemacht und auch eine Kundgebung. Daneben gab es aber auch Angriffe auf einen jüdischen Menschen in Davos, der wurde verprügelt. Es wurde ein Schweinskopf vor einer Moschee platziert und ja, das macht uns betroffen, das macht uns auch Angst. Und das ist auch besonders schlimm für Menschen, die schon Trauma erlebt haben. Und das ist leider bei vielen jüdischen und auch bei vielen muslimischen Menschen in der Schweiz der Fall. Was mir gleichzeitig auch große Sorgen macht, ist auch Instrumentalisierung von Antisemitismus. Um uns zu spalten, um jüdische Menschen, MuslimInnen sowie Antisemitismus zu nutzen, um gegen Muslimen zu hetzen oder auch um politisches Kapital zu schlagen. Und das finde ich extrem bedenkenswert. Ich finde das wirklich schlimm, weil das macht so den Kampf gegen den echten Antisemitismus sehr, sehr schwierig. Du hast es erwähnt, es ist ein gesellschaftliches Problem, das uns alle betrifft. Was erwartet ihr auch als politische Menschen von einer Partei wie die SP in dieser Frage? Also ich wünsche mir von der SP, aber natürlich auch von allen politischen Parteien, eine Auseinandersetzung mit den eigenen Vorurteilen gegenüber MuslimInnen und JüdInnen. Man hat oft das Gefühl, das kommt immer nur bei den anderen vor. Und das ist genau gleich wie bei Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit. Wir sind alle mit Vorurteilen aufgewachsen und wir müssen lernen, damit umzugehen. Und gerade in Stresssituationen, in Krisensituationen ist man eben in Gefahr, dass Vorurteile mehr an die Oberfläche kommen. Und es ist wichtig, ja, das zu lernen, damit wir eben dann nicht diskriminieren und eine Gesellschaft, eine diverse, plurale Gesellschaft leben können. Ich wünsche mir auch, dass die SP sich weiterhin für die jüdische Community in der Schweiz einsetzt und da wie weitermacht. Also die SP hat ja auch schon eine Geschichte, auch historisch war es die Partei, die sich gegen den Faschismus auf unserer Seite war. Und auch in jüngerer Zeit, ja, also habt ihr sehr viel gemacht. Zum Beispiel das Verbot von Nazi-Symbolen auf Initiative der SP. Auch das Statement gegen Antisemitismus wurde von euch initiiert, der Aktionsplan. Also das war so kurz ein gemeinsamer, ja. Das Statement war ein gemeinsamer Brief von allen Parteipräsidenten kurz nach dem 7. Oktober. Genau. Und einfach solche Aktionen, also das ist für mich extrem wichtig, oder? Das gibt mir das Gefühl, in der Schweiz zu Hause zu sein. Es gibt mir das Gefühl, dass auch wenn es Antisemitismus gibt, dass das nicht getragen wird von der Gesellschaft und dass es da starke Kräfte dagegen gibt. Und das macht wirklich einen großen Unterschied. Ich wünsche mir, dass die SP-Partei und andere Parteien, Organisationen unterstützen, die sich für eine gerechte Frieden in Palästina und in Israel einsetzen. Da wünsche ich mir wirklich so sehr. Es ist kein Fußballmatch. So in Israel leben Menschen, in Palästina leben Menschen. Und ich wünsche mir so sehr, dass,
dass die SP-Partei und andere Parteien uns helfen, eine Lösung zu finden für einen dauerhaften und tiefgründigen Frieden. Dazu gehört von mir auch dass, die Anerkennung von Palästina. 146 Staaten haben ja Palästina bereits anerkannt, darunter auch europäische Staaten wie Spanien, Irland, Schweden und Norwegen. Die Anerkennung von Palästina auf Grundlage der Grenzen von 1967 würde das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung stärken und die Grundlage für eine gerechte Zwei-Staaten-Lösung schaffen. Sie wäre zudem ein wichtiges Zeichen gegen Vertreibung und für die Anhaltung des internationalen Rechts. Sie sind einverstanden, dass wir gerade auch als politische Partei die Aufgabe haben, Menschen zuzuhören, uns politisch für diese Anliegen einzusetzen. Mal etwas erfolgreicher, wenn es um das Programm geht, gegen quasi zur Bekämpfung von Antisemitismus und Rassismus. Da sind wir jetzt einen Schritt weiter. Das haben wir durchs Parlament zumindest mal in einem ersten Schritt gebracht. Da, wo wir weniger erfolgreich waren und das macht mir extrem große Sorgen, ist, wenn es um Gelder geht für den Gazastreifen. Wir haben jetzt kürzlich in der September-Session hat eine Mehrheit eine Motion verabschiedet, dass quasi keine Gelder mehr für diese UNRWA, also für das UNO-Flüchtlingshilfswerk für palästinensische Geflüchtete mehr spricht. Und das heißt einfach, dass die Schweiz quasi eigentlich keinen Rappen mehr ausgibt für Menschen, die in einer absoluten Notsituation sind. Unglaublich beschämend. Ich kann nur sagen, dass wir versuchen, da dran zu bleiben, was zumindest diese Gelder angeht. Aber es muss natürlich auch darüber hinausgehen. Und da finde ich schon die Frage, was kann die offizielle Schweiz oder was sollte die offizielle Schweiz noch mehr tun als das, was sie aktuell tut? Also ich wünsche mir, dass die Schweiz ihre humanitäre Tradition folgt und vor Ort hilft. Es fehlt wirklich an allem. Also die Menschen geht es wirklich sehr, sehr schlecht. Viele Menschen haben ihre Arme und Beine verloren und mit der Lieferung von Prothesen konnte die Schweiz hier viel bewirken. Wir hoffen, dass die Schweiz die Kräfte in der Region unterstützt, die sich für Demokratie einsetzen und an einer gemeinsamen, friedlichen Zukunft für Palästinenser und Israelis arbeiten, damit alle in Sicherheit und Würde leben können. Ja. Also neben dem, was Taufik gesagt hat, wünsche ich mir vor allem, dass sich die Schweiz konsequent für die Einhaltung des Völkerrechts auf allen Seiten einsetzt. Und dazu gehört natürlich auch die Unterstützung von den internationalen Gerichtsbarkeiten, die sich ja zurzeit mit diesem Thema befassen. Und ja, also das humanitäre Völkerrecht, die Menschenrechte, das entwickelte sich ja auch als Antwort auf die Gräueltaten der Schwa und des Zweiten Weltkriegs. Und ich finde es extrem wichtig, dass wir diesem Regelwerk Sorge tragen. Und gerade auch als so kleiner Staat wie die Schweiz ist es wichtig, dass es eine Weltordnung ist, die eben auf Recht basiert und nicht auf der Macht des Stärkeren. Und da wünsche ich mir einen stärkeren Einsatz der Schweiz. Dazu braucht es die Forderung nach einem Waffenstillstand, aber eben auch, du hast es erwähnt, das, was unmittelbar getan werden kann und was auch die kleine Schweiz, wenn man so will, machen kann, ist zumindest die palästinensische Bevölkerung zu unterstützen, damit sie weniger leiden müssen und natürlich auf diplomatischem Wege versuchen, auf eine Außenpolitik hinzuarbeiten, die auf Frieden setzt, die auf Versöhnung setzt. Die letzte halbe Stunde, also herzlichen Dank auch an dieser Stelle dafür, dass ihr mit uns, mit den ZuhörerInnen von Meyer Wehmuth eure Geschichten teilt, auch eure Leiden teilt. Ich glaube, das macht das auch fassbar, weil ganz viele Menschen jetzt vielleicht nicht einen direkten Bezug haben zu dem, was passiert ist am 7. Oktober oder seither, sind dennoch betroffen von dem, was sie sehen, was sie mitbekommen. Und dass ihr quasi dem eine Stimme oder einen Raum gebt, danke ich euch ganz herzlich. Und ich möchte das Gespräch aber nicht beenden, ohne die Frage zu stellen, was gibt euch Hoffnung in dieser sehr schwierigen Zeit? Ja, einerseits, dass es Menschen gibt wie Taufik und so viele hier in der Schweiz, aber auch vor Ort, die sich einfach unermüdlich
ja, für eine offene und vielseitige Gesellschaft in der Schweiz einsetzen und auch für einen gerechten Frieden, eine gemeinsame Zukunft in Israel und in Palästina. Und was mir auch noch Hoffnung macht, wir haben eine neue Organisation gegründet, das Jüdische Forum Schweiz, Gescher, das heißt Brücke. Und wir setzen uns für Menschenrechte und für demokratische Werte ein. Eines unserer ersten Aktionen war ein öffentliches Statement, wo wir eben unsere Sorge um den Nahen Osten zum Ausdruck bringen und den Wunsch auch nach einer Zukunft, wo alle Israelis und Palästinenserinnen in Frieden, Würde und Sicherheit leben können. Und wir waren ganz überwältigt vom positiven Feedback. Also über 500 jüdische Personen in der Schweiz haben das unterschrieben. Die jüdische Community in der Schweiz ist sehr klein. Und das sind wirklich viele Menschen. Und ja, es gibt in der Schweiz und es gibt auch weltweit immer mehr solche Organisationen, die sich eben für eine andere Zukunft in Israel und auch für alle Menschen in der Region einsetzen. Was macht dir Hoffnung, Rafik? Mich macht es Hoffnung, dass es Menschen gibt, die bereit sind, langfristig, unabhängig von der Situation zu arbeiten, für die nächsten Generationen in Palästina und in Israel. Mich macht es Hoffnung, dass hier in der Schweiz die Katholiken, die Reformierten sich bekriegt haben und jetzt herrscht Frieden. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Reformierter oder einem Katholik vor dem Gesetz. Dass ein Reformierter oder eine reformierte Frau einen Katholik heiraten darf und so. Und da wünsche ich mir so sehr für den Nahen Osten. Es gibt einen Dorf in Israel, sie heißt Nevi Shalom. Dort wachsen, leben Palästinenser und Israelis zusammen. Und die palästinensische und israelische Kinder, sie gehen zur Schule zusammen und sie lernen voneinander. Und sie lernen Hebräisch und Arabisch. Ich wünsche mir, dass die gesamte Region wie Nevi Shalom Wahad Salam wird. Ich wünsche mir so sehr, dass die Bevölkerung in Palästina und auch in Israel all diese Traumata verarbeiten können und vernünftig für gewaltlose Lösungen sich ansetzen. Genau. Und ich wünsche mir, dass jeder jüdische Mensch hier mit David stehen, mit Kippa, in Sicherheit tragen kann, einfach zur Straße gehen darf mit einer Kippa, mit einem Davidstern und die Muslime auch, dass sie sich wohlfühlen, wenn sie auch sich entschieden für ein Kopftuch. Genau, da wünsche ich mich so sehr. Ja. Ich hoffe sehr fest, dass das alles bald Realität wird. Mir geben Menschen wie ihr Hoffnung, dass ja, wir quasi gemeinsam mehr Frieden schaffen können, einen gerechten Frieden auch schaffen können. Sehr herzlichen Dank, seid ihr meine Gäste gewesen bei Meyer Wermuth. Das war ein etwas anderes Gespräch, mich hat es sehr berührt, ich hoffe euch auch. Wenn ihr aber wie immer Fragen und Kommentare habt, genügt ein Mail an meyerwermuth@sbschweiz.ch oder in die Kommentarspalten. Und weil Cedric heute nicht hier ist, übernehme ich diesen Part. Ihr könnt diesen Podcast auf allen Kanälen abonnieren, wo auch immer ihr ihn hört oder schaut. Bis nächste Woche.